Ein munteres Bellen kam uns entgegen, und bald sprang ein kleiner, bebender Hund die Alte an und wedelte. Dann kam er zu mir, besah mich von allen Seiten und kehrte dann mit freundlichen Gebärden zur Alten zurück. Als wir vom Hügel heruntergingen, hörte ich einen wunderbaren Gesang, der aus der Hütte zu kommen schien, wie von einem Vogel. Es sang also Waldeinsamkeit, die mich erfreut, so morgen wie heut in ewiger Zeit, o oh, wie mich freut Waldeinsamkeit. Diese wenigen Worte wurden beständig wiederholt, wenn ich es beschreiben soll, so war es fast, als wenn Waldhorn und Schallmaie durcheinander spielen. Meine Neugier war außerordentlich gespannt, ohne dass ich auf den Befehl der Alten wartete, trat ich mit in die Hütte. Die Dämmerung war schon eingebrochen alles war ordentlich aufgeräumt, einige Becher standen auf einem Wandschranke, fremdartige Gefäße auf einem Tische, in einem kleinen glänzenden Käfig hing ein Vogel am Fenster, und er war es wirklich, der die Worte sang. Die Alte keichte und hustete, sie schien sich gar nicht wieder erholen zu können, bald streichelte sie den kleinen Hund, bald sprach sie mit dem Vogel, der ihr nur mit seinen gewöhnlichen Worten Antwort gab. Übrigens tat sie gar nicht, als wenn ich zugegen wäre. Indem ich sie so betrachtete, überlief mich so mancher Schauer, denn ihr Gesicht war in einer ewigen, verzerrten Bewegung, indem sie dazu wie vor Alter mit dem Kopfe schüttelte, sodass man gar nicht wissen konnte, wie ihr eigentliches Aussehen war. Als sie sich erholt hatte, zündete sie Licht an, deckte einen ganz kleinen Tisch und trug das Abendessen auf. Jetzt sah sie sich nach mir um und hieß mir einen von den geflochtenen Rohrstühlen zu nehmen. So saß ich ihr nun dicht gegenüber, und das Licht stand zwischen uns. Sie faltete ihre knöchernen Hände und betete laut, indem sie immer wieder ihre Gesichtsverzerrungen machte, so dass es mich beinahe wieder zum Lachen gebracht hätte, aber ich nahm mich sehr in Acht, um sie nicht boshaft zu machen.